Hallo und herzlich willkommen zu Kellys Backwelt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es von mir wieder ein ganz schnelles und einfaches Rezept und ich möchte euch zeigen, wie ich diesen Kuchen gemacht habe. In dem Fall nicht gebacken, weil den muss man gar nicht backen. Der hat auch ganz, ganz wenige Zutaten und zwar aus Butterkekse, Schokolade und Sahne stellt man den her und jeder kennt ihn auch mit dem Namen Kalter Hund. Und wie dieser Kuchen zu dem Namen gekommen ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, da müsst ihr mal danach recherchieren. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie ich den gemacht habe, bleibt einfach dabei. Viel Spaß beim Zuschauen und Ausprobieren. Los geht's mit den Zutaten. 200 bis 250 Gramm Butterkekse, 250 Gramm Vollmilchkuvertüre, 250 Gramm Zartbitterkuvertüre, 250 Gramm Sahne. Das Rezept mit den genauen Angaben zum Nachlesen findet ihr wie immer unter diesem Video in der Infobox. So, nun brauchen wir noch eine Kastenform. Ich habe jetzt hier eine ganz normale Kuchenkastenform genommen. Ihr könnt auch eine Silikonform nehmen, das was ihr da habt. Die hat jetzt eine Größe von 11 mal 24 cm und wer noch eine kleinere hat, da kann sie natürlich gerne nehmen. Und dann habe ich etwas die Form befeuchtet. Guck, dass alles schön nass ist. Einfach ein bisschen Wasser reingeben, damit die Frischhaltefolie besser haftet. Ihr setzt also die Frischhaltefolie hinein und gleitet die Backform, die Kastenform schön aus, weil wenn wir nachher dann den kalten Hund stürzen, ist die untere Fläche die obere Seite. Und damit sie nicht so viele Falten hat, tun wir sie schön glatt streifen. Also, da braucht man ein bisschen Zeit und Fingerspitzengefühl. Und so sieht dann die Backform aus, wenn ich sie mit Folie ausgelegt habe. Jetzt lege ich die Form mal zur Seite und kümmere mich um die Zutaten. Ich starte mit der Schokolade. Die werde ich jetzt erstmal in kleine Stücke schneiden und oder hacken. Und dann nehmt ihr einfach ein Messer zur Hand, eins ohne Zacken. Und wenn es bis länger ist, vielleicht besser. Dann haltet ihr auf der Spitzenseite, auf der anderen Seite eure Hand und passt auf. Und dann drückt ihr einfach nach unten. Und so geht ihr dann komplett den ganzen Block durch. Und so habt ihr dann die Schokolade schön in kleine Stücke geschnitten. Und das macht ihr dann komplett, bis ihr dann die ganze Schokolade klein gehackt habt. So muss es dann aussehen. So, die Schokolade ist jetzt klein gehackt, fertig und vorbereitet. Jetzt geht es weiter mit der Sahne. Dafür gebe ich jetzt die Sahne in einen Kochtopf hinein und erhitze die Sahne etwas auf der Herdplatte. Die Sahne darf jetzt nicht kochen, sondern nur erhitzen und dann kommt die Schokolade hinein. Die Sahne habe ich jetzt erhitzt und jetzt gebe ich in die heiße Sahne die Schokoladenstücke dazu. Ich gebe jetzt alles so hinein, dass auch alles schön bedeckt ist. Und jetzt gebe ich den Deckel drauf und lasse jetzt mal die Masse so, wie sie ist, für 4 bis 5 Minuten stehen. So, nach den 4 Minuten verrühre ich jetzt die Schokolade mit der Sahne, so lange, bis eine schöne homogene Masse entstanden ist. Die Masse ist jetzt schön verbunden und eine homogene Masse ist entstanden. Die Schokolade ist geschmolzen und jetzt lasse ich auch die Schokolade hier noch in dem warmen Topf und dann kann ich starten. So, zuerst gebe ich in die Form etwas von der Schokolade hinein und tue es dann auch schön glatt streichen.
bis in die Ecken streichen, dass auch schön die Schokolade verteilt ist. Dann gebe ich eine Schicht Kekse hinein. Und gebe wieder Schokolade drauf. Und so mache ich weiter, bis ich keine Masse mehr habe. So, die Schokolade ist aufgebraucht und ich habe jetzt 5 Keksschichten gemacht und jetzt lasse ich den kalten Hund so komplett auskühlen und gebe ihn noch über Nacht in den Kühlschrank, so ist er dann auch schnittfest und zerbröckelt dann nicht. Der Kuchen war jetzt über Nacht im Kühlschrank, so ist er gut durchgekühlt und so lässt er sich am besten stürzen und dann auch schneiden, ohne dass es dann zusammenfällt. Jetzt gebe ich ihn auf eine Kuchenplatte. Ich stürze es gerade so drauf. Mal sehen, ob die Oberfläche gerade ist oder ob sie leichte Falten von der Folie hat. Das werden wir dann sehen. Also ich drehe es gerade so auf der anderen Seite um. Und genau, jetzt fällt es schon runter. Dann löst er vorsichtig die Folie. Ja, ein paar Falten hat es, aber sieht auch nicht schlecht aus. Genau, und fertig ist der kalte Hund. Es ist wirklich auf die Schnelle gemacht. Klar, man muss es ja noch im Kühlschrank lassen, aber die Zubereitung war sehr wenig. Und das Tolle kommt jetzt erst, wenn man anschneidet, sieht man schön die Keksschichten. Und genau das mache ich jetzt. Ich schneide euch den kalten Hund mal an. Nehmt ein Messer ohne Zacken, so setzt ihr das Messer an und nicht sägen, sondern einfach runterdrücken. So geht es am einfachsten. Genau, also nochmal ansetzen. Könnt ihr ja so groß wie ihr wollt machen und einfach nur runterdrücken. Ja, und so sieht dann der Kuchen im Innern aus und dann sieht man die Schichten von den Butterkeksen, die man übereinander geschichtet hat. Ja, so schnell mit wenig Aufwand hat man dann sowas Schönes gezaubert, muss nicht mal was backen und ja, kann es jetzt auch genießen. Dieses Rezept habe ich von der Silvia. Ich verlinke euch unten in der Infobox ihr Kanal. Guckt einfach mal bei ihr vorbei. Sie hat auch ganz, ganz tolle Rezepte. Danke an dieser Stelle. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Rezept ausprobiert, ihr mir Bilder schickt und auch Kommentare schreibt. Jeden Donnerstag kommen neue Videos von mir, die ich rechtzeitig ankündige, auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr meine Videos nicht verpassen möchtet, geht gleich auf Abonnieren. Das ist kostenlos und aktiviert auch gleich die Glocke. Dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis zum nächsten Mal, eure Kelly.